Ja, einen schönen Nachmittag zu diesem Vortrag Blockchain verstehen. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin aus Eisenstadt. Wo ist das überhaupt? Das ist etwas südlich von Wien. Eine Fachhochschule, die zwei Standorte hat, in Pinkerfeld und Eisenbahnstadt. Ich bin aus dem Department Informationstechnologie, unterrichte in insgesamt 6 Studiengängen ungefähr, vor allem in den Technikern, und sehe mich also als einer der Hardcore-Techniker und bin sowas wie der Open-Source-Advokat. Eisenstadt ist eine hübsche, schmucke Kleinstadt, ein paar Bilder von dort, damit Sie sehen, wo ich herkomme. Wir machen auch eine große Veranstaltung, die Linux-Wochen Eisenstadt, einmal im Jahr. Da hinten wären noch Plätze. Okay. Ja, bitte, unterbrechen wir das soweit kurz. Ja, ich freue mich über das große Interesse. Und es können noch mehr Leute diesen interessanten Vortrag anhören. Aber interessant ist immer nachher. Super. Okay, also wir machen einmal im Jahr die Linux-Wochen Eisenstadt und das machen wir erst nicht seit gestern, sondern der Rück zurück bis ins Jahr 2005. So ähnlich wie hier, nur ungefähr 50 Teilnehmer und nicht 1000. Okay, worum geht es in dem Vortrag? Bitcoin, Ethereum. Ihr hier sein beweist ja, dass Sie schon auch nicht übersehen haben, dass wir einen unglaublichen Bitcoin und Ethereum und Blockchain-Hype gerade erleben. Ich habe da ein paar Presse, jetzt aus der Mainstream-Presse, nicht aus der technischen Presse herausgestellt, und irgendwann vorigen Juni habe ich zum Sammeln begonnen, aufgehört. Es ist also wirklich... Bitte? Das haben wir auch manchmal gedacht, stopp, mit so vielen Pressemeldungen. Ich konnte die auch nicht schnell genug lesen. Wir haben... Wir haben eine spannende Preisentwicklung gehabt. Wir sehen also immer den Zusammenbruch des Bitcoin-Preises. Ja. Wenn man sich das so ansteht, sehe ich also überhaupt keinen Zusammenbruch. Es ist lediglich eine Normalisierung. Und wir haben mittlerweile tausende Kryptowährungen am Markt. Ich zeige mal kurz die Seite, eine Liste der nach Market Capitalization geordnet, und hier kann man rollen. Und es sind lauter unglaublich spannende, sicherlich jede absolut einmalige und ihrer Existenz hundertprozentig gerechtfertigte Kryptowährung. Und wenn das noch nicht genug ist, gibt es jetzt neuerdings die Piggypacks drauf, die ICOs. Auch da gibt es erstaunlich viele ICO-Angebote. Man kann also sicher sehr schnell reich und noch schneller arm werden damit. Ja, also es ist unüberschaubar geworden. Wenn man bedenkt, die Entwicklung beginnt 2008, 2009 mit der erste Bitcoin, dann sind wir im Blockchain-Zeitalter, also Projektanträge ohne das Passwort Blockchain haben überhaupt keine Chance mehr, je angenommen zu werden. Keine Tech-Firma kann sich leisten, zu sagen, nein, Blockchain interessiert uns nicht, ist völlig unmöglich. Und ich war im Mai, April, Mai dieses Jahres auf der Wir Developers, und da war die Frage an 8000 Teilnehmer, what topic are you most interested hearing? Da gab es ein E-Voting und die... Und das Bild hat so ausgesehen. Und dann gibt es weiterhin diese Umfrage, die kann ich nur so wiedergeben. Also wer hat von Blockchains gehört, hat eine Meinung dazu, wer hat Bitcoins. Und dann wird es interessant, wer weiß ungefähr, was Smart Contracts sind. Und das war ungefähr so viel. Und wer hat schon mal wirklich einen programmiert oder versteht das im Detail? Und ich nehme an, dass das auch in der Techniker-Community ähnlich ist. Und deswegen, ja, und diese ICOs, deswegen lesen sich alle ungefähr so, also man liste hinein, also das ist ein Schema, das können Sie verwenden, um ein White Paper zu schreiben. Our Blockchain Application, da setzt man irgendeinen griechischen Gott ein und kreuzt an, so viele man haben möchte.
so lesen sich die meisten ICOs. Bei vielen habe ich wirklich nicht verstanden, was die da machen möchten. Vermutlich haben sie es selber nicht verstanden. Beispiel, ein Newsletter, letztens in meiner Inbox, Smart Contracts als Alternative zu Blockchain, ist schon semantisch völliger Unsinn, wie Sie hoffentlich nach diesem Vortrag auch beurteilen werden können. Also hier ist einfach Halbwissen. Deswegen möchte ich dieses Publikum adressieren, die schon das programmiert haben, werden es vielleicht auch genießen und insgesamt also einen ganz kurzen Blockchain-Primer geben und dann in die Smart Contracts einsteigen und das wirklich auch mal vorzeigen. Also ich mache den heroischen Versuch, den Vortrag zu halten, den ich selbst immer gerne gehört hätte an dieser Stelle. Das heißt, ich fokussiere auf technisches Verständnis, weil dann kann man die Dinge auch beurteilen. Was interessiert mich hier nicht? End-User-Nutzbarkeit, Wallet-Software, da hören wir nachher eh einen spannenden Vortrag, wie ich gehört habe. Finanzberatung, rechtliche Aspekte, alles hier nicht das Thema. Also gehen wir es an. Wie funktionieren Blockchains? Ich erlaube mir das trotzdem in 10 Minuten zu wiederholen. Erster Exkurs, Dezentralität ist ein zentrales Designkriterium fast aller erfolgreichen Internetprotokolle, Technologien und so weiter. Ich denke an IP-Routing, DNS, E-Mail. Also all diese Dinge sind erfolgreich, weil sie dezentral sind. Eines dieser dezentralen Technologien, die sich entwickelt hat, ist Peer-to-Peer. Das heißt, eine Datenbestand ist nicht in einem Rechner gespeichert, sondern in einem ganzen Netzwerk von Rechnern und wird ständig ausgetauscht zwischen den Rechnern, sodass wenn ein neuer Rechner dazukommt, muss er das nicht von einem bestimmten Host runterladen, sondern irgendwo aus der Wolke. Ich zeige mal kurz einen solchen Torrent-Client her, den ich selbst betreibe, um das Debian-Netzwerk zu unterstützen. Und man sieht, der ist mit allen möglichen IPs in Kontakt. Man sieht, das wechselt sogar live. Um Teile irgendeiner Debian-Install-CD an andere Rechner auszuliefern und die tauschen sich so untereinander aus, damit das konsistent bleibt. Okay, Torrent, Peer-to-Peer-Technologie. Zweiter Exkurs für uns Techniker immer sehr wichtig. Wenn also solche, eine Community, wenn Menschen eine Währung, Geld austauschen, bezahlen, dann wird das schnell unübersichtlich. Sinnvoll ist es doch in der Mitte, so eine zentrale Schaltstelle zu schalten und sagen, okay, die behält den Überblick, wir vertrauen der auf irgendeine Weise, die behält den Überblick, wer welchen Kontostand hat. Spätestens, wenn man nicht mehr Naturalien tauscht, ist das notwendig. Und wenn man ein bisschen weiter nachdenkt, ist das Einzige, was diese zentrale Stelle eigentlich wirklich wissen muss, die Liste sämtlicher Zahlungen von jedem an jede im Lauf der Geschichte seit dem Zeitpunkt Null. Und die Idee der Kryptowährung ist ganz einfach, gut, dann speichern wir durch diese Liste in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, that's it. Ja, vierter Exkurs, kennen Sie alle, asymmetrische Verschlüsselung, wenn ich habe zwei Schlüssel und was ich mit einem zusperre, geht nur mit dem anderen auf und umgekehrt, es geht nicht mit demselben wieder auf. Und deswegen kann ich also eine Kryptozahlung machen, indem ich sage, ich nehme, Alice möchte an Bob bezahlen, nimmt also den Schlüssel von, den Public Key von Bob, kodiert ihre eigenen Währungen mit diesem Schlüssel und dann ist nur Bob mit seinem Private Key in der Lage, diese Zahlung wieder aufzumachen und die darin enthaltene Währung weiter zu verwenden und er wird sie mit einem anderen Schlüssel von wem anderen, an den er dann bezahlt, kodieren wollen. Ja, und wenn ich diese Zahlungen alle in der Zahlungsliste habe, ist die Liste der Private Keys, die ich besitze, manifestiert meinen Besitz, weil das sind die Zahlungen, die ich wieder aufsperren kann. Und deswegen nennt man sowas eine Transaktion, sowas eine Address und die Summe meiner Private Keys, die ich besitze, sind mein Wallet. Schaut bei Bitcoin dann in etwa so aus, ich demonstriere das ein bisschen später. Wichtig ist, dass man an dasselbe glaubt, also alle den gleichen Konto, die gleiche Kontostände haben. Das macht normalerweise das Bankensystem. Hier wollen wir es durch eine dezentrale Technologie ersetzen. Und um an der teilzunehmen, brauche ich also einen Rechner, einen sogenannten Full Node, wo ich einen Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash, was auch immer, Node betreibe, der an dem Netzwerk teilnimmt. Und was, glaube ich, vielfach in der Öffentlichkeit wenig verstanden wird, dass erst dann, wenn ich einen Full Node betreibe und dort meine Bitcoins habe, nehme ich wirklich am Netzwerk teil. Ansonsten, die meisten Leute machen das über irgendein Web-Interface oder so, die buchen bei jemandem, der einen Full Node betreibt. Ich zeige den mal kurz her. Also wie schaut sowas aus? Da einmal so viel. Das hat also offenbar Netzwerkaktivität, sehr überschaubar. Er hat ein Logfile, das sieht man
dass sich irgendwas tut. Er erklärt das noch später im Detail und er ist mit allen möglichen Peers, also anderen Knoten in dem Netzwerk in Verbindung. Okay, wie wird jetzt diese Buchungsliste gespeichert? In der sogenannten Blockchain. Warum ist das so? Es wird einfach ein Hash von einem Block von Transaktionen gebildet und der Hash ist in jeweils dem nächsten Block. Was passiert, wenn ich den letzten Hash kenne und den ersten Block, weiß ich, wenn die zwei letzten Hashes übereinstimmen, dass die ganze Kette identisch sein muss mit jemand anderem, der dieselbe Kette mit demselben Hash am Ende hat, weil die geringste Änderung würde sofort das Hash-System stören und man würde sofort bemerken, dass hier eine Manipulation stattgefunden hat. Und deswegen nennt man das Blockchain, weil es ist eine Chain von Blöcken. Die haben also eine Höhe, das ist also die Entfernung von Block 0. Die haben einen solchen Hash, beachten Sie die vielen Nullen da vorne, auf die komme ich noch. Und die muss also jetzt in diesem System konsistent gehalten werden. Wie passiert das, dass die konsistent gehalten werden? Drehen wir die Perspektive um. Wenn ich als Betreiber eines Nodes, muss ich mich fragen, was ist der Stand an Zahlungen, an die ich glauben soll? Also was ist vermutlich aus meiner subjektiven Sicht die Wahrheit in diesem Netz? Und dazu muss man sagen, dass es also freie, unbestätigte Transaktionen in diesem Netzwerk gibt. Die werden zusammengesammelt, dann wird ein passender Hash dazu gefunden. Das ist schwierig, wie wir noch sehen werden. Und wenn ein neuer Block kommuniziert wird und ich sehe, dass der allen Regeln entspricht, die in diesem Netzwerk herrschen, dann kann ich ihn glauben, dann füge ich ihn an meinen Block an. Und die Regel ist ganz einfach, wenn es verschiedene Glaubenswelten gibt, glaube ich die längere. Die mit mehr Geschichte ist einfach die Regel, an die werde ich mich halten, die kürzere wird verworfen. Und dieses Bilden neuer Blöcke, das Ganze, das Mining, dafür gibt es ein Reward. Bei Bitcoin ist es so, dass erstens mal die erste Transaktion dem Miner gehört, also die wird aus dem Nil geschöpft, also das Geld kommt von einem imaginären Konto, das es nicht gibt. Das ist die Regel, dass das so teilen darf. Und außerdem gibt es noch Transaction Fees, das ist eine kleine Differenz zwischen dem eingezahlten und dem ausgezahlten Betrag, den man sozusagen dem Miner gönnt. Bei Ethereum ist es ein bisschen viel komplizierter, da komme ich noch darauf. Technisch ist das so, dass man da einen Hash bildet und man sucht praktisch einen Hash, der kleiner ist als eine bestimmte Difficulty. Das waren die vielen Nullen, die man vorhin gesehen hat. Und wir wissen von einer gesunden kryptografischen Hash-Funktion, dass uns nichts anderes überbleibt, als eine Brute-Force-Suche zu machen. Also man sucht einen Hash, der kleiner ist als, indem man brutal alle Nonces durchprobiert, die einem irgendwie einfallen, bis man einen gefunden hat. Das heißt, was hier hineingeht, ist Rechenleistung zum immer wieder zufällig andere Nonces ausprobieren und schauen, dass man einen richtigen Hash findet. Und irgendwann hat irgendwer den Lotto-Sechser von den vielen Millionen Rechnern, die das versuchen, und sagt, ich habe einen Block gefunden. Dann wird der Block, das Evaluieren ist ja dann ganz schnell, dann wird der Block geglaubt, von allen an die Blockchain angefügt und man kann vom nächsten Block weiter minen. Warum ist das sinnvoll? Ja, diese Headblocks werden gebildet, die nennt man Mining. Und weil es dafür Bitcoins, Ethereums und sonst was gibt, ist das lukrativ für die Menschen, die das machen. Aber was man weiß, die Wahrscheinlichkeit des Findens neuer Blöcke ist proportional zur eingesetzten Rechenleistung. Das ist, was man hier im Wesentlichen erzielt. Und was ist der Benefit davon? Ja, stellen wir uns vor, wir haben hier Blöcke, also Teile des Netzes, die irgendwie nicht ganz synchron laufen, wo also verschiedene Meinungen über die über das, den Verlauf der Blockchain existieren. Irgendwann mal wird an einem Block, wird an einem Node das zusammenlaufen und jetzt werden die natürlich, die haben sozusagen in dieser Wahrheit schon den Reward für diesen Block gekriegt, die haben schon den Reward für diesen Block gekriegt, jeder wird versuchen, seine Chain weiterzubringen, aber die stärkere Chain, die Chain mit der größeren Rechenleistung wird schneller sein, wenn man gesagt, und damit wird die längere auf Dauer überleben. Und man hat also die Hoffnung, dass niemand einen auf 51% der Rechenleistung besitzt. Das heißt, kein Einzelner kann hier die Blockchain manipulieren. Und damit hat man erreicht, dass wieder alle an das Gleiche glauben, weil da weiter zu meinen, wird ja für diesen kleineren Teil keinen Sinn haben, weil das wird wahnsinnig viel Rechenzeit kosten, aber keinen Reward bringen, weil diese kürzere Chain sowieso aussterben wird. Ja, wenn sie das nicht tut, haben wir eine zweite Währung, ganz einfach. Und das ist eigentlich ein Normalfall. Ja. Also das passiert ab und zu. Ja, solche Blockchain-Forks sind normal. Sieht man auch immer wieder im Node.
wenn wir da reingehen in den, ja, das ist der, ich schalte es mal kurz ein bisschen kleiner, da sieht man da, dass da beginnt die Chain mit der Höhe und dem Hash und da sieht man, bei dieser Höhe hat es einen Fork gegeben, der ist genau einen Block lang geworden, also so ein Seitenblock, eine andere Meinung, der dann nicht überleben hat, und wenn man da weiter nach unten geht, sieht man viele, viele solche Seitenblöcke, die einem da begegnen. Aber sie wären alle nicht lang, außer man macht das wirklich absichtlich. Ja, und absichtlich ist doch passiert. August 2017 hat sich Bitcoin Cash abgespalten. Oktober 2017 Bitcoin Gold. Also es wird auch absichtlich gemacht. Man sagt, ich will eine neue Währung, die sich hier abspaltet. Ja, in Summe haben wir eine gemeinsame Blockchain in diesem Netzwerk. Ich meine, eine Randnotiz der Geschichte ist, man weiß noch immer nicht genau, wer das erfunden hat. Ein gewisser Herr Satoshi Nakamoto, der gut daran tut, seine Identität nicht preiszugeben angesichts von vielen, vielen tausend Bitcoins, die dieser Mensch besitzt. Ja, und es gibt eben ganz viele ähnliche, mit ähnlichen Konzepten, da kann man lange Vorträge drüber halten. Aber insgesamt ist die Blockchain dezentral, also in den meisten Fällen offen. Das heißt, wenn ich daran teilnehmen will, setze ich meine Node auf, lade die Software runter, klinke mich in das Netzwerk ein und nehme daran teil. Ich kann kleine Datenmengen, also nicht irgendwie Videos oder so, aber so DNS-Einträge, Zahlungen, Checksummen von Verträgen und dergleichen relativ gut darin speichern, und zwar unverfälschbar und unlöschbar. Bitte. Die werden einfach nicht anerkannt. Das ist wie wenn Sie Ihrer Bank einen Erlagschein schicken und der geht aber verloren. Ein was? Wenn Sie Ihrer Bank einen Erlagschein schicken, sagen, ich überweise an den Herrn so und so und der geht aber einfach in den Mistkübel. Was ist ein Erlagschein? Ah, das ist, okay, falsche Generation. Ich darf das. Okay, das ist, wenn Sie am Interface Zahlung eintippen und in dem Moment, bevor Sie Confirm drücken, stürzt der Browser ab. Nein, das Geld ist, also es sind zwei verschiedene Wahrheiten, zwei verschiedene Welten. In der einen ist es geflossen, in der anderen nicht. Wir glauben aber alle in die nicht, wo es nicht geflossen ist. Das heißt, entscheidend ist ja nicht, ob das Geld geflossen ist, sondern ob irgendwer davon schon eine Ware ausgehändigt hat. Das heißt, und derjenige, der auf das Geld wartet, wird warten, bis man sich darauf geeinigt hat, welche Welt die zu glaubende ist und je nachdem dann die Ware wegschicken oder nicht. Das ist der Punkt, ja. Man spricht von Confirmations, ja. Und bei Bitcoin sagt man, wenn eine Zahlung 6 Blöcke in der Tiefe ist, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass noch ein anderer Fork auftaucht, wo die Zahlung nicht gültig ist, so gering, dass man es vernachlässigen kann. Dann kann man also von Sicherheit ausgehen. Ja. Weil die natürlich sind. Ein wesentliches Designkriterium ist ja, wenn etwas natürlicherweise passiert, dann adaptieren wir es als Regelfall. Also im Wasser überlebt man wesentlich besser als Fischschwarm, als mit einem Regenschirm. Ja. Und deswegen macht man es einfach zum Regelfall, wenn man es eh nicht verhindern kann. Und man darf auch nicht wissen, dass das hat diesen Style der Freiwilligkeit. Ja? Also jeder ist frei zu glauben, an welche Welt er möchte. Wenn Sie also eine eigene Währung aufmachen wollen, warum sollen wir das verhindern? Oder warum wäre es, ja, okay. Aber was wirklich eben schon, dass man einen Full Node braucht und dann auch die ganze Blockchain, also sämtliche Zahlungen und Transaktionen, seit dem Zeitpunkt Null darin speichern muss. Das sind bei Bitcoin, ich habe es vorgestern gemessen, 210 Gig. Und bei Ethereum, je nachdem, wie man sie speichert, bis 500 Gig mittlerweile. Also das ist schon ein ordentlicher Speicherplatz, den man da auf SSD oder Platte braucht. Okay, das war, ja? Ja, natürlich, weil wenn man sie vollständig speichert, wird die ganze Chain seit Beginn null gespeichert. Ja? Und das wächst so im Jahr um ein paar Gigabyte. Ja, also das wird noch ordentlich viel. Man hat nur gesagt, die Lösung für dieses Problem wird man sich später einfallen lassen. Das kann einfach dadurch passieren, dass man neue Währung aufmachen. Also Währungsreform ist ja auch etwas, was man von Staaten kennt. Ja?
Ja, das ist ein Nachteil, aber das ist ein Preis, den man einfach derzeit dafür bezahlt. Also wenn ich wirklich auf meiner lokalen Festplatte ohne eine externe Autorität sicher sein möchte, dass ein bestimmter Zahlungsstand stimmt, dann bleibt mir nichts anderes über, als ihn selbst nachzurechnen. Ja, und das wesentliche Designkriterium dieser ganzen Blockchain-Technologien ist, es soll ohne zentrale Authority funktionieren. Es soll ein dezentrales, sich selbst organisierendes Netzwerk sein. Und dann bleibt mir nichts anderes über, als es selbst nachzurechnen oder es jemand anderem zu glauben. Und wenn ich es jemand anderem glaube, dann gehe ich zu irgendjemand hin, der einen Full Node laufen hat und mache das dort. Und das ist, was die ganzen Webshops, die ganzen Provider betreiben, wo sie über irgendein Webinterface jetzt Bitcoins kaufen können. Die besitzen sie ja eigentlich nicht selber im Zuge des Netzwerks, sondern die Besitz der Provider, dieser, weiß ich nicht, wie auch immer sie jetzt heißen mögen, und sie haben sozusagen einen Vertrag mit dem, der sie für sie treu handelt. Das ist so, wie wenn Sie Wertpapiere, jetzt noch alte amerikanische Aktien als Papier nach Hause nehmen, dann haben Sie sie. Aber wenn Sie ein Aktiendepot auf der Bank haben, hat die Bank sie und Sie haben den Vertrag mit der Bank. Ja? Naja, aber ich muss ja, wenn jetzt irgendeine Anforderung herankommt, nachrechnen, welche Zahlungen noch offen sind. Und da muss ich ihn eventuell bis an den Block 1 zurück sagen, die Transaktion war im Block 1. Ist die noch offen oder ist die schon ausgegeben worden, wenn ich darüber befinden möchte, ob eine Zahlung legitim ist oder falsch. Und nur wenn alle Zahlungen legitim sind und zig andere Regeln erfüllt sind, nehme ich einen Block, den mir das Netzwerk liefert, auch an. Und weil alle die gleiche Software haben, nehmen alle die gleichen Blöcke an und so funktioniert das System dann. Gut, ich würde jetzt gern weitergehen. Weitere Fragen, Diskussion am Schluss, ja? Welche Berechnung jetzt? Ja, das habe ich nachher noch. Bitcoin ist relativ schnell. Da dauert das 3-4 Tage. Und den Ethereum-Node habe ich rechnen lassen, der hat, das ist aber schon ein halbes Jahr her, 14 Tage gebraucht, um mit einer Quad-Core 2 Gigahertz-Maschine, also nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem normalen, jetzt auch nicht ein Supercomputer, aber jetzt ein normaler haushaltsüblicher Rechner, braucht ungefähr so lang, bis er das alles nachrechnet. Also das sind alle 4 Cores auf 100%. Okay. Die Idee, die jetzt noch weniger verstanden wird, was sind jetzt Smart Contracts? Die Idee ist folgende, also der Geschäftsfall, einer zahlt etwas an wem anderen, ist eigentlich ein sehr einfacher. Kann man das nicht verallgemeinern? Kann man nicht hier ganze Abläufe steuern, ganze Vertragsverhandlungen, Vertragserfüllungen, und das ist die Idee des Smart Contracts. Der Smart Contract muss man sich am besten vorstellen als ein Member auf der Blockchain, der kein Mensch ist, sondern ein Ablauf, ein Programm, also ein Vertrag eigentlich. Ich möchte, die Idee ist auch schon relativ alt, nach meinem Wissen erstmals implementiert auf der Ethereum Blockchain, die ist die zweitgrößte Blockchain, hat ein bisschen andere Mining-Bedingungen. Wir sehen, es ist erst 2015 gegründet worden, da war also schon relativ viel Bitcoin-Erfahrung da, damit wir wirklich was Neues machen können. Zweitgrößte Market Capitalization, es ist wirklich ein riesen Ökosystem, es gibt mehrere völlig verschiedene unabhängig laufende Implementierungen von Nodes, um Programmierfehler besser beizukommen. Man kann es als normale Krypto, also kann mit Ethereum auch bezahlen, so wie mit Bitcoin, aber man kann auch noch sehr viel mehr, und das ist ein Bild von Vitalik Buterin, der das begründet hat. Ja, auch da braucht man wieder einen Full Node. Da kommen die Blöcke nicht alle 10 Minuten daher wie bei Bitcoin, sondern alle 16 Sekunden. Auch da brauche ich eine externe IDP. Wie gesagt, Full Sync war ungefähr 14 Tage. Da gibt es auch kein Upgrade Install, das muss man wirklich aus den Sourcen kompilieren. Und die Command-Line-Sprache, die ja unter Bitcoin noch relativ einfach ist, entschuldige, falsches Terminal. Also wenn ich so im Bitcoin, dann gibt es das eine relativ einfache Command-Line-Sprache. Ja, vielleicht schauen wir uns das noch kurz an, so viel Zeit ist. Geht so? Ich habe ein kleines Curses-Interface dazu gemacht und da sehe ich zum Beispiel den letzten Block
und der letzte Block hat also alle möglichen Daten und so, und da sind schon die Transaktionen. Das ist dieser Hash-Wert, an den wir uns erinnern, daran erkennt man den letzten, erkennt man den Block, das ist seine Höhe, also wie weit ist er vom letzten entfernt, und das ist eine typische Transaktion, ich greife jetzt irgendeine raus und da sagt man, okay, hier wurden 2,9 Bitcoin bezahlt an diese Adresse und an diese Adresse, das ist die Übersicht, und im Detail sieht man da die Transaktions-ID von dieser Transaktion. Woher kommen die Bitcoin? Sie kommen aus dieser Transaktion Output Nummer 3, und wohin gehen sie? Sie gehen an diese Adresse. Und weiter hinten, und an diese Adresse, ganz interessant, irgendwo muss man noch die sieht man beim Block. Ganz interessant, also so schaut so eine Transaktion aus. Ganz hinten sieht man noch die Nose, die ist wichtig. Also so, damit wird die Difficulty formuliert. Das ist die gefundene Nose, die bewirkt, dass wenn wir den ganzen Block mit SHA-256 durcharbeiten, der Hash dann wirklich entsprechend viele Nullen vorne hat, also entsprechend schwierig zu findende Hash-Wert da auch hat. Ja, und je mehr Nullen ich fordere, desto mehr Nonsens muss ich ausprobieren, damit ich wirklich einen Hash kriege, der so ausschaut. Soweit ungefähr. Klar. Gut. Ja, da ist es jetzt schon wesentlich komplizierter. Auf einem Ethereum-Node, da ist die Command-Line-Sprache JavaScript und nicht so ein einfaches auch da habe ich ein Log-File, wo ich sehe, da kommt also alle paar Sekunden, schauen wir mal danach, 13:40, 42, also circa alle 10 Sekunden derzeit, jetzt hat man gesehen, kommt gerade ein neuer Block herein, und wenn ich, da sehe ich, welche Peers sich in Verbindung sind, man sieht auch eine wesentlich höhere Netzwerkaktivität, also man vergleicht derzeit ungefähr das Doppelte, was der Bitcoin-Node an Kilobit frisst. Und wenn ich da in den irgendeinen Block rausgreife, dann schauen wir uns mal den an, dann kriege ich so einen JSON-Output und da sehe ich, okay, da gibt es noch gar keine Transaktion, also noch ein ganz früher Block, fehlt noch eine Null, und dann sehe ich da schon noch immer nicht noch eine Null. Ja, da sehe ich jetzt ganz viele Transaktionen, und wenn ich da die, sagen wir mal, irgendeine Nummer, darf ich um irgendeine Zahl bitten, 17. Transaktion rausnehmen, Dankeschön, Fachmann. Also man tippt sich da schon ordentlich die Finger wund, wenn man wissen will, was das jetzt für eine Transaktion ist. Aber man sieht, da gibt es wieder ein From, also von einer Adresse an eine Adresse. Da gibt es einen Value, der ist in dem Fall 0. Also nimmt man an, dass das eine Smart Contract Transaktion war. Also auch da kann ich aus meiner lokalen Blockchain, aus meiner lokalen Instanz, all diese Dinge über ein Command-Line-Interface herauslesen, dass in diesem Fall mit JavaScript läuft. Was ist die Idee eines solchen Smart Contract jetzt? Die Idee ist, dass man mit dem interagiert, indem man so etwas Ähnliches tut wie Zahlungen leisten. Man gibt ihm Aufträge, sagt, mach dieses, mach jenes, eventuell überweist man ihm sogar Geld. Das heißt, ich möchte ein Beispiel dazu bringen, das wir nachher ausprobieren wollen, ein ganz einfaches. Wir nehmen einen Treuhandvertrag. Also Alice ist Treuhänderin und errichtet auf der Blockchain einen Treuhandvertrag, ein sogenanntes Depot. Und eigentlich möchte Bob an Christine etwas bezahlen, aber erst, wenn die Ware ausgeliefert ist. Das heißt, er bezahlt an den Treuhandvertrag und mit der Absicht, dass das später Christine kriegen wird. So, Alice ist eine unabhängige Richterin, entscheidet jetzt, wurde der Vertrag erfüllt oder nicht, gibt also dem Vertrag diesen Auftrag, und dann wird der Vertrag entweder die Ethereums auszahlen oder wieder refundieren. Und was ist das Besondere dran? Dass das die einzigen Möglichkeiten sind. Es ist nicht möglich, dass Alice den Betrag abzieht und damit davonläuft. Es ist auch nicht möglich, dass
Bob das selber entscheidet oder Christine, ob der Vertrag erfüllt wurde. All diese Dinge wurden festgelegt, so soll dieses einfache Geschäft ablaufen. Das heißt, so ein Vertrag hat also Speicher zu sein. Wir unterscheiden zwischen Contracts und externally owned accounts. Also externally owned accounts sind People und Contracts sind Robots, die auf der Blockchain laufen. Ja, und wie formuliert man jetzt solche Verträge am besten? Ja, wir Informatiker haben eine große Tradition darin, Abläufe zu definieren. Wir nehmen dafür eine Programmiersprache. Also eigentlich eine Maschinensprache, denn das müssen ja alle Ethereum Nodes abarbeiten, diesen Vertrag. Daher nimmt man sehr kompakte, schnell zu rechnende Programmiersprache und die, also Assembler auf gut Deutsch, eine Maschinensprache, und die formuliert, wie dieser Vertrag aussieht, was der beinhaltet. Und so eine Transaktion ist dann einfach ein Einsprungspunkt, der sagt, okay, ich springe an dem Code, an der Codestelle in den Code ein und arbeite das ab. Ja, außerdem darf der auch ein Guthaben haben. Ich darf an einen Smart Contract auch etwas bezahlen. Und damit so ein Smart Contract funktionieren kann, braucht er natürlich auch einen gewissen Speicherbereich, seine Storage. Und jede Transaktion löst eine Zustandsänderung aus, das haben wir schon gesagt. Und die wird wirksam, wenn sie in der Blockchain vermerkt wird. Das heißt, damit das auch sich lohnt, kostet das etwas. Ja, wie wird das Mining in der Ethereum-Blockchain gemacht? Solche Transaktionen kosten Gas. Gas ist eine eindeutig aus der Funktionsweise der Transaktion berechnete Größe, die sagt, wie viel Benzinverbrauch hat diese Transaktion. Und dann gibt es einen Gaspreis, also muss man für diese Gasolin auch noch entsprechend bezahlen. Und so viel wird demjenigen derjenigen, die die Transaktion auslöst, abgezogen. Ich muss also für das Berechnen der nächsten Schritte dieses Smart Contracts muss eben an die Miner bezahlt werden. Ja, und das bekommt dann der Miner, der entsprechend den nächsten Block findet. Aber was wir in Summe haben, ist eine virtuelle Maschine, eine Ethereum Virtual Machine, nämlich Programm, Storage und eine Maschine, die das abläuft. Bitte. Ja. Nein. Ja, berechnen müssen es alle. Aber es steht ja jedem frei zu meinen, dann werden sie auch wirklich alle 10.000 Jahre mal einen Block selber meinen und dann so viel unglaublich viele Ethereums bekommen, dass sich das ohne weiteres lohnt. Nein, was man in Summe macht, man schließt sich zusammen und teilt den Gewinn und dann geht sich das wieder aus. Das sind diese sogenannten Mining Pools, aber das wollte ich jetzt unterschlagen. Weil über das Mining könnte man einen eigenen Vortrag machen. Ich werde mir erlauben, so einen Smart Contract mal herzuzeigen. Ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen wie der Fernsehkoch. Das ist in JavaScript gekocht, genau. Ich nehme von diesem Block die Transaktionsnummer 48 und was ist passiert? Dann sieht man, der geht an einen Vertrag und dieser Vertrag, hinter dem gibt es auch einen Code. Ja, also, ja, und das ist der Maschinencode, mit dem dieser Vertrag funktioniert. Gott sei Dank müssen wir das nicht alles so im Detail auf der Blockchain analysieren. Es gibt auch ganz wunderbare Analysatoren, die uns das liefern. Und ich nehme da jetzt diesen Block nochmal her. Wir haben einen Tonausfall. Also ich höre mich nur mal live. Bitte? Ja, Sie hören mich auch so? Okay. Und wenn ich da dieselbe Transaktion suche, dann gibt es da diese 017er Transaktion. Die ist eine Transaktion an einen Member auf der Blockchain, der keine IAU ist, sondern
ein Smart Contract und er hat sogar einen Namen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das sind alle Transaktionen von und mit diesem Smart Contract, ja. Und der hat auch einen Code, wenn man diesen, das ist dasselbe Code, den wir vorher gesehen haben, und den kann man aber auch in einer lesbareren Form anzeigen. Da gibt es sozusagen, und da sehen wir jetzt einen solchen Maschinencode, wie Sie ihn vielleicht vorhin gesehen haben. Das ist, was auf der Blockchain abläuft. Okay, war das so mal? Gut, und wenn wir jetzt, das heißt, die Blockchain funktioniert als Rechenwerk und rechnet all diese Virtual Machines gleichzeitig synchron, mehr oder weniger synchron, aus, sodass wir für alle diese Virtual Machines, also alle diese Smart Contracts, ein gemeinsames Wissen über deren momentanen Berechnungszustand haben. Das heißt, wir haben einen dezentralen, demokratischen Verbund von Rechnern, die kryptografisch verbunden sind, sodass der ausfallsicher, ergebnissicher, fälschungssicher, robust und erweiterbar sind. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. So, das ist natürlich verdammt anstrengend zu schreiben. Sowas schreiben wir nicht per Hand. Was machen wir dazu? Wir entwerfen eine Programmiersprache und schreiben einen Compiler. Wir sind ja Informatiker, oder? Und diese Programmiersprache heißt Solidity. Und damit wir uns nicht sinnlos einschränken, ist die gleich Turing vollständig. Das heißt, wir können also ordentlich programmieren, das ist mit das objektorientiert, typsicher und so weiter. Und das Depot-Beispiel würde jetzt ungefähr so ausschauen, würde so konkret so ausschauen. Ich habe ein Depot, da gibt es einen Judge, einen Receiver und einen Sender. Das Depot ist leer, also ich habe das, man kann das eleganter schreiben, aber damit es auf eine Folie passt, extrem gekürzt. Das Depot ist leer, wenn der Receiver 0 ist. Das wird mal konstruiert. Der Errichter des Depots ist auch gleichzeitig der Judge. Wenn jemand etwas schickt, also die Ethereums schickt, dann sind die payable. Wenn der gerade besetzt ist, das Depot, dann werden sie einfach wieder sofort zurücküberwiesen. Ansonsten behält sie der Contract. Interessant sind jetzt diese zwei Funktionen. Die können... Da steht, das funktioniert nur, wenn der Judge sendet, sonst macht die Methode einfach nichts. Und wenn der Judge sagt, zahle es aus, dann wird es an den Empfänger überwiesen, TheReceiver.Transfer. Und wenn er sagt, unpay, also das hat nicht stattgefunden, dann wird es an den Sender zurücküberwiesen. Das steht da jetzt drinnen. So, das wird jetzt übersetzt in Maschinencode und zur Anwendung gebracht, und das werde ich mir erlauben, kurz zu demonstrieren. Das geht sich noch aus. Ich bin ein bisschen wie der Fernsehkoch, ich habe das schon vorbereitet. Also der Kontrakt ist schon auf der Blockchain. Also der hat einen Code, der hat eine Source. Das ist deswegen so, weil ich das so programmiert habe. Da sind ein paar Kilozeilen JavaScript dahinter, dass man so damit spielen kann. So, ich habe hier drei Teilnehmer, die sind, glaube ich, noch unlocked. Gut, ich unlock mal den ersten. So, jetzt können wir mit allen dreien arbeiten. Bitte? Na schön, wir haben offenbar Netzwerkprobleme an genau der Stelle, wo man es nicht haben sollte in einem Vortrag.
man nämlich gar keine Zeit mehr hat, irgendwas zu korrigieren. Die anderen Nodes sind auch tot. Auch der tut nichts mehr. Gut, Netzwerk tot. Wurscht. Ich werde es gleich versuchen, auf eine andere Weise zu erklären. Vielleicht funktioniert so herum. Aber wenn wir gar kein Netzwerk haben, doch, das scheint zu funktionieren. Ich behänge am Kabel an. Und vielleicht ist das SSH-Tunnel zusammengebrochen, aber ich habe keine Zeit mehr, es zu reparieren. Tatsache ist, wir sind jetzt auf einer Test-Chain und ich habe da so einen Kontrakt kreiert. Und der hat entsprechend... Es wäre natürlich schon schön, wenn es funktioniert hätte. Kriege ich 5 Minuten mehr? Gut. So, okay, wir sind wieder bei der ursprünglichen Demo. Wir haben unseren Depot, das hat eine Adresse. Wir haben, und jetzt wollen wir, unser Account namens 0 ist der Account, der das Depot errichtet hat. Und wenn wir anschauen, was haben diese drei Teilnehmer jetzt an Währung, die haben hier unendlich viele, 96 und 100 Ethers, das heißt, und unser Depot hat gar nichts, ist 0 Ether. Wenn ich jetzt meinen sehr gut, der erste soll an den zweiten, weiß ich nicht, 150 Ether schicken, dann, das geht hier, das ist ein Test-Chain, entsprechend, irgendwas hat dann nicht funktioniert. Gut. Ich möchte meine wesentlichen Messages noch rüberbringen. Ich bin heute nicht vom Demo-Glück verfolgt. Aber ich hoffe, Sie glauben mir, dass man das auf diese Weise abschicken kann und dann in dieser Chain hier wiederfindet. Das heißt, sobald man sich auf einer öffentlichen Chain befindet, kann man seine eigenen Transaktionen hier verfolgen. Und eine Transaktion heißt genau, ich überweise, also ich fordere den Konstrukt auf, so etwas zu tun. Und was wir vielleicht noch kurz tun können, ist hineinzuschauen in die dahinterliegende JavaScript-Implementierung. Wenn man sich nämlich anschaut, was hier dann sieht man, dass hier einiges schon selbst für solchen einfachen Verträge an JavaScript-Code notwendig ist, um das entsprechend abzubilden. Und wenn man sich anschaut, okay, das wäre jetzt zum Beispiel das Depot B, dann ist da das alles zu schreiben, das heißt, das müsste man normalerweise auf einer Command-Line eintippen, damit das funktioniert. Das heißt, das sind alles schon Code, den man auf der JavaScript-Seite braucht, um das entsprechend an dem Ethereum-Client zum Laufen zu bringen. Da ist also Send Transaction, Gas Price wird hier errichtet, Gas from Accounts 0, und dann wird diese, und da geht die Zeile noch weiter. Da werden also entsprechend das ist das Unpay, also da drinnen liegt
was das für eine Transaktion ist, und das sind die ganzen Transaktionsdaten, die die Transaktion braucht, um an den Smart Contract zu gehen. Okay, wie entwickelt man das? Man hat im Wesentlichen drei Chains. Eine, die läuft nur lokal. Die zweite ist eine Test-Chain, die hat man kurz gesehen. Man macht sich aus, dass die Ethereums dort nichts wert sind, aber sonst funktioniert die ganz genauso. Und wirklich teuer wird es dann auf der Ethereum-Chain. Aber worauf ich noch eingehen möchte, ist ein Beispiel. Dieser Code genügt völlig, um eine eigene Währung zu machen. Nämlich, ich brauche nichts anderes als zu wissen, wer was besitzt. Das ist der ist vollständig, ja? Das ist die kürzeste Währung, die es gibt. Das heißt, die ganze Währung, nämlich zu wissen, wer was besitzt, läuft in diesem Smart Contract. Und das sind auch die ICOs, laufen so ähnlich, sind natürlich ein bisschen komfortabler programmiert, haben dann so um die 100 Programmzeilen, aber mehr ist es nicht. Das Ding steckt in dem Mapping, das ist ein assoziatives Array, das sagt, welche Adresse hat welche Balance und die muss eben entsprechend geändert werden. Und das nennt man Piggybacking die Ethereum Blockchain. Das heißt, man kann eigentlich eigene Applikationen, eigene Algorithmen, Währungen, was auch immer, auf einer Blockchain laufen lassen. Und ja, ich habe den Frostcoin errichtet. Wer immer mir eine Adresse schickt, kriegt einen Frostcoin. Solange meine Zeit dafür reicht. Das eignet sich weiters für Namen, DNS, Registries, Verleihsysteme, eigene Währungen, eben ICOs, also Crowdfunding auf gut Deutsch gesagt. Aber Vorsicht, es gibt viele Dinge, die gehen nicht. Ich habe letztens einen von einem Projekt, der hat eben versucht, Wahlen auf der Blockchain abzubilden. Das ging aus zwei Gründen nicht. Erstens, es war zu teuer. Also man muss sich immer fragen, ist es das wirklich wert, im Detail für alles sichtbar festgehalten zu werden, weil das kostet eben auch entsprechend viel. Und das Zweite war, wenn alles für alle sichtbar ist, dann ist Anonymität zumindest in Bezug auf die Adressen auch nicht zu gewährleisten. Also wenn ich ein Wahlsystem, eine demokratische Wahl auf der Blockchain festhalten will, dann weiß ich im Wesentlichen, wer wen gewählt hat. Anders wird es nicht gehen. Und das zweite Problem ist, Smart Contracts sind extrem schwierig zu programmieren. Es gibt mittlerweile Libraries und alle möglichen Dinge, Solidity ist immer noch ein Moving Target. Den Code, den ich im Juni verwendet habe, habe ich für die Konferenz wieder umgeschrieben, weil sich schon wieder Keywords geändert haben. Das führt dazu, dass es unglaublich viele obsolete Dokumentation gibt. Also ungefähr 90%, wenn nicht mehr, als der Tutorials funktionieren nicht so, wie sie dort vermerkt sind, weil sie von vor einem Jahr waren und man muss erst herausfinden, was da jetzt wieder anders ist. Sie sehen ja, die haben vielleicht kurz gesehen, es gibt viel begleitendes JavaScript. Das heißt, das zu schreiben ist eigentlich bei mehr Arbeit als der Rest. Debugging ist schwierig. Wie kommt man überhaupt an die internen Zustände eines solchen Smart Contracts heran? Und wenn ich einen konkreten Smart Contract, einen ICO, mal auf der Blockchain installiert habe, dann ist der so. Ja, also Releases, Updates und dergleichen, die wir aus der Softwareindustrie kennen, kann es nicht geben, denn ein Smart Contract ist kein Programm, sondern eigentlich aus der anderen Sicht ein Vertrag. Und eine Vertragsänderung kann man nicht einfach so on the fly machen, mit gutem Grund. Das heißt, derzeit haben wir nichts Besseres, als super sorgfältig zu testen. Und noch dazu ist fast jedes Problem ein Security-Problem. Die Synchronisation zwischen den Ethereum-Nodes kann ungenau sein. Das heißt, die Abfolge der Transaktionen ist unter Umständen nicht ganz klar. Die Zeitabhängigkeit, Reihenfolge, spannend wird es, wenn ich mehrere Smart Contracts habe, die miteinander interagieren sollen. Das läuft alles nicht ganz so sicher wie bei einer konkreten Maschine. Man hat unexpected calls, man hat Transaktionen, die abbrechen, weil das Gaslimit überschritten ist. Er sagt, okay, mehr Gas will der User nicht bezahlen, dann muss die Transaktion abgebrochen werden. Also es gibt haufenweise Probleme, die wirklich sorgfältig zu entwickeln sind. Und insgesamt halte ich das für ein sehr schwieriges Problem. Nachdem die Programme aber so klein sind, erwarte ich ein Revival einer Industrie, die ich noch aus Studienzeiten kenne, nämlich formale Verifikation. Das finde ich ist, glaube ich, ein interessantes Forschungsgebiet, Smart Contracts vorher wirklich zu verifizieren, dass die funktionieren. Get it right, code is law. Ja, even wrong code.
Und dass das auch passiert, lehrt uns das DAO-Event von 2016, wo aus einem schlecht programmierten Smart Contract jemand eine Lücke gefunden hat und 50 Millionen Ether gestohlen hat. Damals hat man sich dafür entschieden, weil das war ein Jahr nach dem Beginn der Blockchain, das noch einmal zurückzurollen und zu sagen, wir gehen also vor den und rollen den, die Blockchain nochmal auf. Deswegen heißt das DAO-Event. Aber es gibt die Original-Chain nach wie vor, diese eigene Währung, und heißt Ethereum Classic. Aber es ist klar, das wird nicht nochmal passieren. Und wenn Ihnen, weiß nicht, irgendwie 100.000 oder 10.000 Ethereums abhanden kommen, wird das niemand kratzen. Also die zurückzubekommen, wird einfach unmöglich sein. Deswegen get it right, code is law. Ist Ethereum, ist Solidity die einzige Sprache? Das hätte ich vor 2 Monaten noch gesagt, ja, aber mittlerweile verrät uns die Liste, dass es interessante andere Sprachen gibt, die auf denselben Bytecode kompilieren. Das heißt, erinnern wir uns, das, was auf der Blockchain läuft, ist Bytecode. Das heißt, aus welcher Sprache heraus wir den kompiliert haben, ist ja ganz egal. Und es gibt also noch weitere interessante Projekte. Es gibt auch mittlerweile ansatzweise Ideen und Toolsets, aber auch das ist ein Moving Targets. Truffle ist also eher was für die Command Line. Die Remix-IDE, ja, da kann man so online kompilieren, aber im Endeffekt, ja, und man nennt diese integrierte Entwicklung zwischen Solidity und JavaScript DAP-Entwicklung. Und die, das sind 2 verschiedene Dinge. Ja, Vorsicht vor diesen Initial Coin Offerings, da sind viele dabei, die Scams und Ripoffs sind, aber sicherlich auch ein paar unglaublich spannende und ehrliche und gute. Also ICOs sind Crowdfundings, wo man dann mit dem Anteil, den man an dieser zukünftigen Firma oder Produkt erworben hat, dann nachträglich auch noch handeln kann. Also für alle, die Bitcoins und andere Kryptowährungen für unglaublich sicher und viel zu wenig riskant halten, für die ist das ein interessantes Finanzprodukt. Aber es gibt, und wir werden heute ja noch in einem der folgenden Vorträge hören, ganz viele andere sehr spannende Blockchain-Anwendungen. Golem als weltweiter Supercomputer. Ich habe nur ein paar herausgeschrieben. Ich hoffe, in dem letzten Vortrag heute selber mehr darüber zu erfahren. Bedenken wir, ich kann mich erinnern, als ich 1993 von einem Kollegen ans Terminal gerufen wurde, ich zeig dir was, ja. Und es war der erste Mosaikbrowser. Und es gab damals 12 Webseiten auf der Welt. Und jemand hat ein Verzeichnis davon gemacht. Eine Liste, eine handgeschriebene. Ja, und heute haben wir 2018. Und jetzt haben wir 2018, 2009 beginnt die Bitcoin-Ära. Das heißt, die Frage wird ja sein, wo werden wir 2040 mit dieser Blockchain-Technologie sein? Ich glaube, dass sich dann möglicherweise niemand mehr an Bitcoin oder Ethereum aus mehr als historischen Gründen erinnern wird. Die Technologie halte ich für ausgesprochen spannend. Es ist Building Trust into the Web, heißt das Schlagwort. Das heißt, wir haben eine Technologie, mit der wir tausende Computer weltweit in ihrem Wissensstand synchronisieren können, dezentral, ohne Central Authority. Das ist wirklich neu und spannend, kommt eigentlich aus der Applied Cryptography, und den Cypherpunk-Ursprung kann man nicht leugnen. Und was sich da in den nächsten Jahren noch entwickeln wird, finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, Sie haben trotz der Probleme mit der Demo einen Eindruck gewonnen, was Smart Contracts sind und wie die zu verstehen sind. Ich biete an, jederzeit das in der Pause oder heute beim Social Event am Terminal vorzuzeigen mit einer etwas mehr Zeit und einer besseren Netzwerkverbindung. Manchmal ist einem der Demo Gott nicht hold. Ja, und weil es so spannend ist, haben wir es auch in unsere Studiengänge bereits integriert. Wir haben eine Blockchain-Vorlesung von einigen Stunden und in Zukunft, wir wollen nächstes Jahr auch mit einer Übung beginnen in unserem Cloud Computing Studiengang, weil ich denke mal, wenn so viele Rechner gemeinsam zusammenarbeiten, um etwas zu rechnen, ist das das, was ich mir ursprünglich immer unter Cloud Computing gewünscht habe, auch wenn das Wort heute für vieles andere auch verwendet wird. Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck bekommen. Dankeschön, und vielleicht gehen Sie noch ein paar Fragen aus oder auch nicht. Ja. Bitte. Sie haben etliche Male die Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Deswegen, die Frage war, die Dezentralität kann man auch anders sehen. Spielen Sie an auf das Mining-Problem.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also das Problem ist, dass Mining immer mehr in wenigen, Mining ist so energieaufwendig geworden, dass es sich für normale Rechner-Teilnehmer fast nicht mehr lohnt. Beim Bitcoin ist das ganz speziell so und das Mining von wenigen Mining-Pools verwendet wird und für den Einzelnen ist wesentlich effizienter, wenn man es überhaupt selber machen möchte, sich in den Mining-Pool einzukaufen, weil dann kriegt man nicht alle 10.000 Jahre Millionen, sondern jede Woche ein paar Cent. Und damit ist die Macht sehr bei diesen Mining-Pools konzentriert. Ich denke, das ist ein bisschen ein Zauberlehrling-Problem. Der Bitcoin ist zu schnell groß geworden. Der war eigentlich als Laborexperiment gedacht. Und man wollte dieses Problem noch lösen und hat aber nicht. Das ist einer der Gründe, warum ich, also man hat ja auch in anderen Kryptowährungen versucht, man immer wieder andere Hash-Algorithmen einzubringen. Ketchak wird nachgesagt, dass es nach wie vor ASICS-resistent ist. Also man kann es angeblich, da gibt es immer wieder Meldungen, es wurde doch ASICS, also eine vergossene Hardware für Ethereum Mining gebaut. Das sind ja meistens Scams, also es stimmt dann doch nicht. Es gibt Webseiten, da können sie es kaufen, ja, aber sie werden nichts bekommen, sie werden nur Geld hinüberweisen. Litecoin hat das versucht, hat auch einen anderen Mining-Algorithmus, der demokratischer ist. Und ideal wäre natürlich etwas, was man einfach nur in einer CPU machen kann und nicht mit Grafikkarten und dergleichen. Und dann gibt es noch spannende Ansätze dazu, das überhaupt über andere Assets zu machen. Das wird ja nur gebildet, damit nicht ein einzelnes Konsortium die Blockchain übertölpeln kann. Also es gibt den Proof of Stake bei Dash zum Beispiel, es gibt den Proof of Trust. Also ein bisschen ein Exote im Faircoin, von dem weiß ich, wo also vertrauenswürdige Personen die Blöcke bestätigen. Es gibt Closed Blockchains, also Chains, die innerhalb einer Firma von einer definierten Menge an Nodes betrieben werden, wo man sich nicht einfach, naja, für eine Firma, die jetzt irgendwie einen Datenbestand abgrenzen soll, ist das eine spannende Technologie. Also ich sehe da nicht, ich meine, ob die jetzt eine zentrale Datenbank oder Firmen, in der eine Blockchain haben, ist eine Implementierungsfrage, ja. Also, naja, wenn das, nein, das glaube ich nicht, ja, weiß ich nicht, müssen wir jetzt genau nachrechnen. Kommt darauf an, was für Daten das sind und wie viele und so, ja. Aber die Synchronisationsprobleme, Ausfallsicherheit, Synchronisation über mehrere Kontinente und so weiter, hat das durchaus Vorteile und Potenzial. Und was auch noch spannend sein wird, sind kurzfristige Blockchain. Blockchain, wo ich einen Wissensstand nicht über viele Jahre braucht, sondern um User-Interface-Daten innerhalb einer Tages zu synchronisieren oder dergleichen. Also ich möchte auf diese Folie zurückweisen. Wir sind da meiner Meinung nach sehr am Anfang und das ist tatsächlich ein Problem. Nicht zu vergessen ist, dass der Bitcoin ja einer der ersten großen Blockchains geworden ist, wo noch vieles unbewältigt ist. Also ich darf auch noch erinnern an die Entwicklung überhaupt Side-Channels, Lightning-Networks zu bilden. Also Netzwerke, die an der Hauptchain vorbeigehen. Also so wie der Kassier holt untertags eine Menge Geld, zahlt den ganzen Tag an der Kasse und tragt es am Abend wieder zurück und nicht jede einzelne Kaffeebuchung wird auf der Bank vermerkt. Also das ist die Zukunft und überhaupt Directed Acyclic Graphs. Also, dass man keine Chain hat, sondern überhaupt andere Topologien, wobei die Kryptografie noch darüber meckern muss, wie man dann Zahlungen bestätigt. Aber das sind Dinge, die sind in Arbeit. Und bessere Mining, bessere Hash-Algorithmen, die ASIC-resistent sind, werden eigentlich ständig gesucht. Probieren wir es einfach mal. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was drin. Ist an, also einfach sprechen. Haben Sie nach China mal geguckt, was dort gemacht wird? Also die Frage war, ob ich nach China geschaut habe. Für das Thema Blockchain. Also jetzt nicht speziell China, aber worauf genau spielen Sie an? Also es gibt Bestrebungen, Politisches einzusetzen in ganz China, die Blockchain. Und ja. Es sind Tests gelaufen. Und dann wurde es wieder geblockt. Also es wurde wieder runtergenommen. Ja, also das können wir uns gerne in der Pause unterhalten. Ich habe gesagt, Politik ist nicht Scope meines Vortrags. Ich wollte Ihnen die Technologie zeigen und erklären. Nein, warum ich das abbreche, ist nicht, weil es uninteressant ist, sondern das dauert Stunden, das zu erörtern. Ja. Weitere technische Fragen? Ja, dann vielen Dank. Eine Frage gibt es noch, bitte. Ich bin ein bisschen niedrig.
Das war in den Smart Contracts angesprochenes Naturing, komplette Programmiersprache. Bitte? Das ist, die Smart Contracts werden in einer Turing-vollständigen Programmiersprache. Das heißt, in das große globale Ethereum-Network kann jeder beliebigen Code einspielen. Ja, so ist es. Gibt es da irgendwelche Ansätze, das zu auditen oder da irgendwie zu schauen? Nein, das wird über den Gaspreis geregelt. Wenn Sie jetzt ein unglaublich langes, kompliziertes Programm einspielen, dann zahlen Sie so viel dafür, dass Ihnen das nicht wert sein wird. Meine Befürchtung war nicht gegen Gaspreis, sondern gegen Rechenaufwendigkeit, sondern gegen Scammer. Ja, was ist das Problem? Also es ist halt ein Smart Contract, der irgendetwas tut. Wer damit interferiert, ist selber schuld. Es ist dezentral, also es muss man klar sein, das wird aus diesem leicht anarchistischen Cypherpunk-Tradition, mit einfach sagt, okay, es ist jedes einzelne Problem. Das wollen wir nicht regulieren. Ja? Also wir wollen eben keine Central Authority, die die guten von den schlechten Verträgen tauscht. Und überall dort ist man einfach ein bisschen im Wilden Westen und auf sich selbst gestellt. Dankeschön.